Okay, Leute, jetzt geht's weiter. Und, was soll ich sagen? Ich habe jetzt alle Schatztruhen gefunden. Also, in Mutaitus Gelände gibt es eine Schatztruhe, die... Ihr müsst euch noch merken, ihr müsst irgendwie in eine rechte Gasse gehen. Also, rechten... Da ist Felsen. Da sieht aus, ob man nicht rein kann, aber man kann da rein, um an eine bestimmte Kiste ranzukommen. Da ist eigentlich nichts Besonderes drin. Außer... Wartet mal, ich zeige euch mal den Ausrüstungsgegenstand, den ich bekommen habe. Und das habe ich ja benutzt, um gegen die ganzen Gegner zu kämpfen. Piccolo und die anderen sind, Piccolo und Son Gohan sind auf Level 66 oder so. Wo ist das mit Geheimnis? Hey, wo zum Geier ist das mit Geheimnis? Ah, Meistergeheimnis habe ich da gefunden. Erhöht Chance auf kritische Treffer um 8%. Okay, das war das. Und... der braucht ja noch ein kleines Stück, aber ich mach mal. Okay, wir sind ja bei der letzten Ebene, da also zeige ich euch noch die Kämpfe hier drin. Ab hier einem bestimmten Moment werde ich nicht mehr weiterkämpfen, weil ich will ja die Dragon Balls suchen. Deswegen werde ich das auch noch machen. Was? Jemand kommt aus einer anderen Richtung. Wer wohl? Krillin. Oh, ich hab's gespoilert. Es kommen andere von dort. Und es ist morgens, also nicht wundern, wenn ich irgendwie so klinge. Sollte es nicht eigentlich nur zwei Saiyajin geben? Krillin, was geht ab? Ein Saiyajin? Ihr seid doch behindert im Kopf. Hey Piccolo, lange nicht gesehen. Oh, du bist. Hey, was machst du hier? Willst du dich mir in den Weg stellen? Hä, warum sollte er? Wollte nur gegen Saiyajin kämpfen. Komm schon, Piccolo. Ich habe mich verbessert, seit du mich das letzte Mal gesehen hast. Das denke ich. Ich schätze, es kreuzen noch mehr Schwachköpfe auf. Ja, jeder wird kommen. Ich war nur am nächsten. Nee. Krillin, ich wusste, dass du kommen würdest, um mit uns zu kämpfen. Ja, natürlich. Ich muss besser lesen lernen, Leute. Besser lesen lernen. In Ordnung. Schluss mit dem Geschwätz. Gehen wir. Juhu, jetzt haben wir Krillin. Und der ist nicht ausgerüstet, soll er wetten. Was habe ich euch gesagt? Ich habe da eine bessere Idee. Wir verstecken mal seinen Angriff. Und... was können wir noch machen? Erfolgring können wir ihm geben. Wieso wird dann Ki auf 10 gemacht und die anderen auf 2? Egal, ich muss es nicht verstehen, ich akzeptiere es einfach. Okay, hier speichern. Damit sehen können, welches Level ich bin. 66, also ab einem bestimmten Moment werde ich nicht weiterkämpfen, weil ich die ganzen Charaktere trainieren muss für einen bestimmten Boss. Ihr wisst ja bestimmt, wen ich meine. Gehst du mal auf. Boah. Scheiße. Hä, wieso ist er jetzt alleine? Hä? Warte, ich hab sogar... Warte, wenn Krillin da... Hä, unlogisch, egal. Entschuldigung, wenn ich, dass ich gehustet habe. Ich bin einfach krank. Es tut mir einfach leid. Okay, legen wir die einfach mal rein. Ach ja, ich musste seinen Dings da voll machen. Resistenz hoch. Es geht noch eine Stufe. Ja, willst du mich verarschen? Ach, ist klar. Okay, jetzt müsst ihr da rein, um an die Schatzsuche hier ranzukommen. Und so. Super Sensobohne ist wie... normale Sensobohne, nur... die ist super, der ist einfach super. Und die Pflanzenkrieger sind auch hier als Zufallsgegner. Aber ich finde, die haben nichts drauf. Sag ich ja, seht ihr. Und Sabadin, ich weiß, ich habe übertrieben gelevelt. Und es wird noch schlimmer kommen. Es wird noch schlimmer kommen. Es wird verdammt nochmal noch schlimmer kommen. Ach ja, was ich euch zeigen wollte. Z-Memos. 1, 2, 3 und 4. Mir fehlen insgesamt 4 Stück. Und ich weiß, wo die letzten andere 2 sind.
Also was ich sagen wollte, ich weiß, wo die anderen zwei sind, aber die restlichen zwei weiß ich nicht. Die muss ich noch suchen. Warte, eigentlich kennen ja diese Gegner schon von der anderen Steppe. Also wo Broly ist. Also ich habe die Gegner versucht mal zu kämpfen, also gegen die Monster, und ich besiege die schon richtig schnell. Am Anfang hatte ich ja Probleme, weil ich unterlevelt war, aber jetzt haben die gar keine Chance mehr gegen mich. Einfach kurzer Prozess. Mondvollplan ist für Son Goku, das verstellt die ganzen Saiyajin-Kräfte, aber die sind dann verwirrt. Und das hat eine spezielle Kombi, die man gegen Broly benutzen kann. Also das erkläre ich, wenn ich gegen Broly kämpfe, was ich dann gemacht habe als Ausrüstung. Sie sind hier. Ich bin Gott. Hey, da sind sie. Anscheinend hat sich noch jemand Starkes angeschlossen. Anscheinend sind sie gut über uns informiert. Das sind also die Saiyajin. Ich kann ihr Ki spüren. Es ist so stark. Überwältigend. Din, 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 din. Ich sehe, ihr habt auf uns gewartet. Boah, wieso kann ich nicht lesen? Okay, es ist morgens. Das stimmt. Ich frage mich, warum seid ihr hierher gekommen? Um die Dragon Ball zu nehmen. Die Stimme. Du hast Raditz besiegt. Du hast Raditz besiegt. Mit Son Gokus Hilfe. Stimme. Hat Raditz das nicht erzählt? Diese Maschine ist auch ein Kommunikationsgerät. Dieser Typ ist ein Namekianer. Anscheinend. Dann ist es wohl keine große Überraschung, dass Raditz besiegt wurde. Hä, Namekianer? What, what? Ein Namekianer? Anspielung auf Dragon Ball Z, auf Namekian. Auf Namek. Piccolo, ist das wahr? Bist du auch ein Alien? Ach, wirklich? Was hat. Dachtest du, er ist einfach in grüne Suppe gefallen oder grün Farbe oder so? Deswegen ist er jetzt grün geworden oder was? Okay, Dämons sind eigentlich auch da grün. Stimmt das, Piccolo? Jetzt verstehe ich. Die Namekianer haben nicht nur eine größere Stärke, man sagt, sie haben auch besondere Talente. Ich habe gehört, dass manche von ihnen sogar magische Fähigkeiten haben. Du hast die Dragon Balls gemacht. Sie wissen von den Dragon Balls? Diese Dragon Balls sind unser Hauptziel, aber also her damit. Auch wenn du ein Namekianer bist, du bist alleine. Du bist wie eine Fliege für uns. Das hättest du nicht sagen dürfen. Ah, danke. Du hast mir geholfen zu verstehen, wer meine Ahnen waren. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber ich habe die Dragon Balls nicht gemacht. Meine Spezialität ist der Kampf. Mal sehen, ob ich wirklich so eine Fliege bin, wie du sagst. Jetzt kommt sehr viel Text, Leute. Sehr, sehr viel Text. Gott. Was sollen wir tun? Ich hatte keine Ahnung. Ich bin ein Alien. Ich wusste, dass ich anders bin als alle anderen, aber ich bin ein Namekianer. Ich habe die Dragon Balls gemacht. Es war das erste Mal, aber es fühlte sich trotzdem irgendwie bekannt an. Es ist möglich, dass die Dragon Balls auf einem anderen Planeten von den sogenannten Namekianern erstellt wurde. Die Erinnerung an diesen uralten Vorfahren ist in mir. Ist in mir, was? Ich glaube, du wirst uns nicht sagen, wo sie sind. Nun gut, dann werden wir dich dazu zwingen müssen. Wieso habe ich jetzt Müsli gegessen? Mein Hals. 981, 2000. Nein, 1220, 1083. Ha, glaubt ihr, könnt uns mit uns aufnehmen bei solcher Stärke? Die Sättlinge können ihre Stärke kontrollieren. Wir können uns auf unsere Scouter hier nicht verlassen. Ja, Nepper. Oh, okay. Also, wenn ich mich recht erinnere, wurde dieser Schwächling gerade getötet, weil er unachtsam war. Richtig. Schwächling? Schwächling, sagst du? Raditz? War das nicht der Saiyajin, der sich von dir und Son Goku ausschalten ließ? Der soll ein Schwächling sein? Ein Schwächling? Was? Hahaha. Ha, ha. Das stimmt. Sehen wir mal, wie stark diese Narren wirklich sind. Ich bin sicher, dann werden sie uns schon verraten, wo die Dragon Balls sind. Hey Nappa, es sollten noch etwa 6 Pflanzenmänner übrig sein. Schalte sie aus. Hey, du weißt, wie man Spaß hat. Was, Vegeta?
Jetzt kommen sehr viele Tags. Pflanzenmänner. Pflanzenmänner. Was ist das? Pflanzenmänner. Du hast recht, es sind 6. Jetzt macht ein Nachbar einen auf Gärtner. Mit den grünen Daumen. Aus dieser Erde sollte ein paar gute Pflanzenmänner entstehen. Seht ihr, er hat das Wissen dazu. Zu meinem Gärtner, das war's. Du hast eigentlich nichts Spektakuläres gemacht, aber egal. Was machen sie? Grrr. Huh, da sind ein paar verrückte Monster. Pflanzenmänner, Diese drei sind das hier. Sie sollen leiden. Die sollen leiden wie Qualen. Ja, beeil dich. Diese Typen sehen ziemlich hart aus. Ach, wirklich? Ja. Jetzt kommt noch die andere Truppe. Jetzt wird noch richtig lang geredet. Ich weiß, Leute. Hä? Zu viel Information. Tenshin an, schau so. Und Yamshu? Tidin, Yamshu. Oh, sorry, dass ich zu spät bin, Jungs. Yamshu. Yay. Sieh an, Zwerge haben also auch Freunde. Sollte es nicht nur 2 Saiyajin geben? Digga, guck mal genau hin. Da sind keine Saiyajin. Die Lage hat sich verändert. Sie haben sich vermehrt. Die sind so behindert. 6 Stück. Das gefällt mir. Einer für jeden Menschen. Wie ist damit? Ein Zweikampf mit den Pflanzenmännern? Wir könnten ein Spiel daraus machen. Ein Spiel? Ein Spiel? Du machst wohl Witze. Schluss mit den Spielchen. Wir kämpfen gegen alle von euch. Warte, Piccolo, das könnte gut für uns sein. Wir können etwas Zeit gewinnen, bis Son Goku hier ist. Meinetwegen, ich fange an. Los geht's. Er wird überrascht sein, wie stark die Pflanzenmänner wirklich sind. Du wirst eher überrascht sein, wie schnell ich den ausschalte. Du gehst und halt dich bloß nicht zurück. Verstanden? Du kannst es schaffen, Tenshinhan. Juhu! Ja. Eiskalt ausschalten mit Dreifachstrahl. Das ist kein Gegner mehr. So schnell ist die Sache geregelt. Didden. Geschafft. Jetzt nach hinten. Bams. Was? Ja, das ist richtig. Okay, Tenshin an. Gute Arbeit, Tenshin an. Denn hey, ich wusste, dass du lustig wär, dass das lustig werden würde. Ja, hochgenommen, Pflanzenmann. Hochgenommen. Was so? Die Stärke der Pflanzenmänner sollte bei 1200 sein. Sie sollten alle stärker sein. Alle so stark sein wie Raditz. Ach du Scheiße, Raditz war wirklich ein Schwächling. Seine Stärke ist also noch größer. Es ist ganz einfach. Das ist ganz einfach. Aber darüber haben wir keine Aufzeichnungen. Tenshinhan, er ist wieder aufgestanden. Stirb. Missgeburt. Das würde richtig gut in diesem Moment passen. Was? 14 Minuten haben wir schon erreicht, Leute. 14 Minuten. Wie geht da? Warum? Das sind meine Kinder. Meine Pflanzenkinder. Es hätte nichts genutzt, ihn weitermachen zu lassen. Er hatte verloren. Diese Pflanzenmänner hat seinen Gegner nicht ernst genommen. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten sich nicht zurückhalten. Arrogante Pflanzenmänner hier. Ich kann es nicht fassen. Dieser Saiyajin. Er hat diese grünen Monster in wenigen Sekunden in Stücke zerschlagen. Was für eine Kraft. Also, wer ist jetzt dran? Ich bin dran. Dieses Mal haltet ihr euch besser nicht zurück. Ich habe bisher nicht mal meine volle Stärke gezeigt. Was will er dann? Also, los geht's. Ja, ja, Yamshu, du willst machen. Lass mich gehen. Ich will ihnen zeigen, dass wir nicht zu spielen kommen. Yamshu, lass mich gehen. Nein, ich will gehen. Nein, ich will. Okay. Du wurdest schon von den Dragon Balls zurückgewünscht, Krillin.
Wenn etwas passiert, wirst du nicht zurückkehren können. Also zeig's mir. Zeig's mir, Schlampe. Ja, was für ein Selbstvertrauen. Ja, was für ein Selbstvertrauen, ja. Zeigt ihm, was ihr Pflanzenmänner wirklich drauf habt. Tod mit dem Pflanzenmann. Und weg. Sag ich ja. Schwächlinge. Nicht schon wieder. Sieht so aus, als seien diese Monster nicht so stark, wie du dachtest. Ich glaube, ich mache weiter und kümmere mich auch noch um die übrigen vier. Ach, jetzt kommt die Stelle. Hehe, sieht so aus, als hättest du uns diesmal unterschätzt. Was? Kamikaze-Aktion! Bäms, Explosionsangriff. Das habe ich immer an diesen komischen Pflanzenmännern gehasst, bei Tenkaichi oder die anderen Spielen. Ja, das ist es, was wir brauchen. Die haben sie echt gut animiert, wie Tenshinhan einfach auf dem Boden liegt. Er hat sie selbst gesprengt. Ich glaube es nicht. Yamshu! Dafür werde ich dir büßen. Er ist tot. Nach so einer Aktion wird man auch sterben. Yamshu hatte wohl ein schlechtes Gefühl bei dem Kampf. Darum ist er anstelle von mir gegangen. Das kann nicht wahr sein. Was sollen wir Pool und Bulma erzählen? Diese Pflanzenmänner sind erbärmlich. Warum sollten sie so etwas gegen diese Verlierer machen? Hey, warum kümmerst du dich nicht um diese dreckigen Stück Müll dort? Ey, das war etwas zu fies von Vegeta. Das wirst du bereuen. Es wird Zeit, dass ich zeige, was ich drauf habe. Okay, so und so. Nach dem Kampf mache ich einen Cut dann. Okay, Piccolo hat schon alles geklärt. Gut so. Sehr, sehr gut, Piccolo. Sehr, sehr gut. Jetzt sind sie wieder weg. Jetzt sind sie schon wieder weg. Wo sind sie hin? Wo zur Teufel sind sie? Sie warten wohl irgendwo auf uns. Schnappen wir sie uns. Eher umgekehrt. Yamshu antwortet nicht. Rest in peace, Yamshu. Rest in peace. Wir holen sie später wieder, wenn ihr die Dragon. Also, was ich sagen wollte, wieso holen ihn wieder, wenn ihr die Dragon Balls haben? Im nächsten Part geht's hier weiter.